Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Curious Expedition mit mir, dem Yakinator, und natürlich Charles Darwin und seinem Anhang. Ja, dieses Mal haben wir die Wahl zwischen drei verschiedenen Orten, die wir erkunden können. Die merkwürdigen Nordpolregionen. Eine goldene Pyramide befindet sich in dieser Region. Keine Ahnung. Der Yalompani-Dschungel. Eine goldene Pyramide befindet sich in dieser Region. Aha. Das hatten wir doch gerade, oder? Natürlich. In jeder Region befindet sich eine goldene Pyramide. Hier wahrscheinlich auch. In der lauernden Wüste. Wir können ja mal gucken. Wollen wir wieder in den Dschungel gehen oder lieber in die Wüste? Ich glaube, wir gehen erstmal wieder in den Dschungel. Da fühle ich mich etwas sicherer im Moment. Wüste machen wir dann beim nächsten Mal vielleicht. Charles Darwin ist ja, sag ich mal, der erste Charakter, mit dem wir das hier machen. Da können wir es noch ein bisschen behutsam angehen. Und das werde ich auch tun. Okay, also jetzt erstmal der Yalompani-Dschungel mit drei irgendwelchen Monumenten. Also mit lauter Pixelhaufen. In verschiedener Anzahl. Gut. Nachdem ich die ganze Nacht kein Auge zugetan hatte, traf ich in großer Eile am Hafen ein. Es gab noch einiges zu tun, also genoss ich die kühle Luft an Deck. Nicht lange nach meiner Ankunft trat der Händler an mich heran. Er war erpicht darauf, den Steingötzen zu sehen, das ich ihm mitzubringen versprochen hatte. Meine Güte. Ablehnen. Ich entschloss, den Steingötzen nicht abzugeben. Ich habe ihn ja gar nicht, oder? Der Händler war sehr aufgebracht und zog bald darauf von dann. Oh. Ein einbeiniger Jäger trat mit einer Bitte an mich heran. Er erzählte mir über eine tödliche Hyäne namens Snarfrattle. Er verabscheute die Kreatur aus tiefstem Herzen und wollte dem Ungeheuer ein Ende bereiten. Er versprach mir eine satte Belohnung, sollte ich sie töten und ihm ihr Fell als Trophäe überreichen. Eigentlich wäre es für ihn ja logischer, wenn er selber mitkommen würde. Aber okay, ich werde mal die Herausforderung annehmen und Snarfrattle töten. Als einer der berühmtesten Expeditionsleiter hatten die Berichte über meine früheren Expeditionen einiges an Aufmerksamkeit hervorgerufen. Wunderbar, mehrere Leute wollen eventuell mit uns mitfahren. Haben wir vielleicht mal einen Maler oder so? Nee, ja, Tim Timster. Ist ein Reporter. Doch, der kann doch bestimmt irgendwas, oder? Nee. Ah, gesteigerter Ruhm nach jeder Expedition. Das hilft uns leider nur indirekt. Ach, das hat wahrscheinlich noch einen Hund, ne? Tim und Struppi oder so. Theophilus Winifred Warns. Ein Kultist. Was kann der denn Schönes? Erhöhte geistige Erholung bei Genuss von Kokablättern. Geistige Gesundheit durch Kokablätter plus 5. Hört sich erstmal nicht schlecht an. Die Frage ist, ich bin noch nicht so wirklich auf Kokablätter gestoßen in diesem Let's Play, oder? Oder eventuell habe ich sie übersehen. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Kleptomanie. Ah, er will Dinge stehlen. Das muss ja nun nicht unbedingt sein. So, und dann haben wir noch Jean-Michel Pupichet. Und was hat der denn Schönes? Ach so, er kocht einfach nur Fleisch. Das ist ja wunderbar. Diesmal kein rassistischer Koch. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir den Jean-Michel mal mit. Dann können wir nämlich Tiere jagen und dadurch dann Fleisch gewinnen. Und das Fleisch, das essen wir dann schön, damit wir nicht verrückt werden. So, das kann nur von Vorteil sein, genau. Zu meiner großen Freude war das Schiff bereit, uns zu neuen Ufern zu tragen. Gut, aber ich will erstmal ein bisschen Ausrüstung kaufen. Beziehungsweise verkaufen. Okay, den Pilz, den könnte ich eigentlich behalten. Wir können ja noch mehr Pilze sammeln. Die Konservendosen, tja, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt so wichtig sind. Warum haben wir denn da beim Händler eigentlich überhaupt gar keinen Whisky? Schokolade haben wir. Schokolade ist ja schon mal nicht schlecht. Schokolade ist auch gut zum Handeln. Was? Kein Handel? Wieso denn kein Handel? Unser Inventar. Mein Handel? Kein Handel? Doch. Ach so, ja, das ist das, was wir uns kaufen können. Das können wir gar nicht verkaufen. Da habe ich jetzt falsch gedacht. Was brauchen wir denn noch Schönes im Dschungel? Also eine Fackel oder zwei wären auf jeden Fall nicht schlecht. Feuerwerksraketen, Wetterballon, interessante wissenschaftliche Daten. Ich weiß gar nicht, ob wir den entsprechenden Typen dafür haben. Brauchen wir da vielleicht einen Wissenschaftler oder sowas? Sehr eindrucksvolles Feuerwerk kann benutzt werden, um die Aufmerksamkeit von Gegnern abzulenken und unentdeckt durch gegnerische Zonen zu reisen. Nee, ich gehe ja eher auf Konfrontation. Da kaufe ich mir lieber noch ein bisschen Schokolade. Und vielleicht auch mal ein bisschen Bergsteigerausrüstung, oder? Das vereinfacht nämlich das Passieren von steilem Gelände. Das heißt, wir können dann über die Berge einfach rüberhüpfen anscheinend. Ja, vielleicht auch nicht. Gut, aber ein, zwei Seile nehmen wir auch mit. Oder drei, oder vier, oder fünf. Ich glaube, fünf Seile sind okay. Machete, ja, doch. Aber hatten wir jetzt nicht eigentlich diesen Perk, dass wir leichter über Hügel rüberkommen? Ach, da bin ich mir schon wieder gar nicht so sicher. Das heißt, hier vielleicht noch eine extra Munition, oder? Nee, dann lieber noch ein bisschen Schokolade. So, die ist ganz schön teuer. Aber es lohnt sich vielleicht auch, ne?
66 Geldmittel. Da kaufen wir die komplette Schokolade, damit wir niemals Nahrungssorgen haben und unsere geistige Gesundheit auch nie in Gefahr ist. Endlich war unser Schiff bereit abzulegen. Wird ja auch mal Zeit. Das und die Tierausrüstung wollte ich noch. Ach ja, das war ja das mit der Lastkapazität. Ja, doch, ich glaube, das können wir uns diesmal locker leisten. Jetzt haben wir immer noch 16 Geldmittel. Die Sattlerin dankte mir für meinen Einkauf, blablub. Und einen Rabatt für einen zukünftigen Einkauf. Das ist ja toll. Das heißt, das wird vielleicht immer billiger. Schauen wir mal. Ah, nee. Aber jetzt wird uns leider nicht verraten, wie viel Geld wir brauchen. Okay, und jetzt Segel setzen. Es ist soweit. Expedition Nummer 3. Der Himmel klart auf, wie immer. Und wir stranden bzw. landen an dieser wunderbaren Insel an. Oder an dieser wunderbaren, irgendwie ist ja immer mehr, ne? Egal, wo wir hinreisen, auch wenn es irgendwo direkt auf dem Kontinent ist. Wir sind immer von Meer umgeben und kommen immer auf dem Seewege dahin. Das ist ja lustig. Wir hatten Wochen auf hoher See verbracht, natürlich. Als das Expeditionsgebiet in unser Sichtfeld rückte. Die fremde Landschaft wartete nur darauf, erkundet zu werden. Okay, Wasser auffüllen. Wasser haben wir eigentlich. Das reicht erstmal. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal unsere Expedition. Erreiche Welt 3, gleich mal ein Achievement freigeschaltet. So, wie war das jetzt hier? Ah ja, genau. Das war wie bei Rollercoaster Tycoon 2. Interessantes Let's Play, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und unser Kompass spielt total verrückt. Und ich darf mich da... Achso, übrigens hier, mir ist noch aufgefallen, diese Berge, die so glitzern, das sind die Magnetberge. Die verwirren unseren Kompass. Deswegen ist der auch völlig unzuverlässig im Moment. Gut, am besten gehen wir mal hier hin. Reisen. Vielleicht wird ja demnächst schon mal ein Dorf für uns... aufgedeckt. Nee, sieht erstmal nicht so aus. Dann reise ich jetzt mal hier hin. Zum Fragezeichen. Oh, eine Höhle. Das ist ja cool. Wir näherten uns einer Höhle. Ihr felsiger Schlund schien tief in den Berg hineinzuführen. Wir brauchten eine Fackel, um sicher voranschreiten zu können. Ja, machen wir das doch, ne? Gott sei Dank haben wir eine Fackel mitgenommen. Na, jetzt haben wir nur noch eine einzige. Wir entzündeten eine Fackel und stiegen in die Dunkelheit hinab. Wir bemerkten einen kleinen Spalt in einer Felswand, der zu einem anderen Teil der Höhle zu führen schien. Wunderbar. Und jetzt ist wieder Leute-Roulette angesagt. Ja, die 50-50-Chance. Ich glaube, will ich das machen? Will ich vielleicht Abida Shadid wegschicken? Potenziell? Nee, ich glaube, ich werde mal diese Höhle verlassen. Das ist mir ein bisschen zu heikel im Moment. Vielleicht bei der nächsten Expedition, ne? Wenn wir dann eh nichts mehr zu verlieren haben. So, okay, dann reisen wir hier hin. Jetzt vielleicht schon mal so ein kleiner Hint, wo eventuell... Nee, der Zeiger zeigt jetzt direkt auf diesen fiesen Magnetberg. Und was ist das? Berge. Ach so, da ist irgendwas Schönes. Gut, 69 Punkte haben wir noch. Dann gehe ich erstmal zu diesem Fragezeichen. Und dann erkunden wir mal diese wunderbar wasserfallartige Grotte oder was das da ist. So. Ah, ein Händler. Ah, ein fahrender Händler hat hier ein Lager aufgeschlagen. Der farbenfroh gekleidete Händler hatte eine Reihe von praktischen Waren im Angebot, die allesamt offensichtlich gebraucht waren und vermutlich von gescheiterten Expeditionen stammten. Handeln? Er hielt etwas vor uns verborgen. Was ist denn da los? Ein eigenartiges Artefakt, das vibriert, wenn es sich in der Nähe eines Segnungstempels befindet. Aha. Verbraucht kein Gewicht, hat aber einen unglaublich hohen Wert von 20. Na gut, wir könnten jetzt unsere Schokolade sozusagen einsetzen. Navigationsinstrument, das benutzt wird, um die Distanz, was? Um die Distanz zwischen zwei sichtbaren Objekten zu messen. Aufdeckungsdistanz plus 2, unser Sichtradius sozusagen. Was ist das Schönes? Ein Speer, ein wirklich spitzer Speer. Eine Kletterausrüstung, nochmal Trommeln. Ich glaube, Trommeln waren auch für irgendwas gut, ne? Ich glaube, alle paar Runden konnte man die einsetzen und das erhöht dann die geistige Gesundheit oder so. Ich bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher. So, auf jeden Fall können wir mal ein paar Macheten kaufen, oder? Und dann ein oder zwei von diesen blöden Konservendosen. Ja, genau. Und dann nehmen wir noch so viele Macheten mit, dass genau das... das ist schon wieder zu viel, dass es jetzt genau passt. Gut, und soll ich das Tempel... Nee, ach, wir kommen doch schon in die Nähe von so einem komischen Segen, oder? Wert 20? Ui, das ist ja teuer. Gut, und was ist, wenn ich jetzt alle Konserven und hier vielleicht noch ein bisschen Schokolade, dann dürfte das gehen, oder? Ja, den Sextanten, den brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Aber das andere Ding, das nehme ich mal mit. So, okay.
Das heißt, jetzt haben wir noch 59. Geistige Gesundheit. Dann gehe ich mal hier hin. Ein Schrein. Ey, ein Schrein. Das ist was Cooles. Da kriegen wir bestimmt ein bisschen was raus. Und ich würde mal sagen, vielleicht können wir sogar den Ureinwohnern so ein bisschen entgehen, ne? Im Moment ist unser Ruf auch bei 3. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, hier diesen Schrein zu betreten, den Altar zu untersuchen und alles, was golden glänzt, in die Taschen wandern zu lassen. Wunderbar. Verlassen. Wir sicherten uns den Schatz. Wir griffen den Schatz. Gewaltige Fontänen. Eieiei. Und jetzt haben wir hier so eine kleine Sinnflut ausgelöst. Gute Frage. Wo wir jetzt lang gehen? Vielleicht hier? Dann laufen wir eventuell Gefahr. Boah, wir laufen jetzt schon Gefahr zu ertrinken, wie es schon gesagt wurde. Aber vielleicht können wir uns das ja wirklich so gerade so leisten, hier noch Rast zu machen oder so. Geht das? Komm, ich riskiere es einfach mal. Der Wasserfall war gigantisch, das Wasser war frisch und kühl. Wasser auffüllen haben wir schon, aber übernachten. Genau, wir brauchen jetzt unbedingt eine Übernachtung, eine wohlverdiente Pause. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung, als wir das Holz für das Lagerfeuer zusammentrugen. Wir kannten unsere Gewohnheiten, Stärken, Schwächen in- und auswendig. Wir sprachen über unsere jeweilige Kindheit und ich gewann einen tiefgehenden Respekt für meine Crew. Genau, Charles. Jean-Michel Poupouché, der früher mal ein Drei-Sterne-Koch war und leider einmal statt der Weinsoße eine andere Soße genommen hat, die jetzt nicht so förderlich war für seine Karriere. Und dann hat er sich, ist er verrückt geworden und hat sich darauf verlegt, in den Urwald zu ziehen mit seinem kleinen Tranchiermesser und alle Leute verrückt zu machen. So, gut. Aber Abida Shadid erzählte mir wirklich, wie sie als Kind von einem kranken Hasen angegriffen worden war. Seit jedem Tag begegnete sie diesen Tieren mit großem Misstrauen. Als Kind träumte McFay Davidson davon, den Beruf eines Schauspielers auszuüben. Ja, es ist auch ein guter Name eigentlich. Halt! Achso, Wasser fortgerissen? So, okay, ich wurde fortgerissen. Das ist natürlich nicht so schön. Da sind wir gerade nochmal dem Wasser so entkommen. Meine Herren, das war jetzt aber knapp, ne? Gut, was sagt denn unser Kompass inzwischen? Ich habe überhaupt noch nicht überblicksmäßig auf die Karte geschaut. Gut, dafür haben wir jetzt wieder geistige Gesundheit. Das ist doch wunderbar. Jetzt muss ich bloß schauen, nicht, dass wir jetzt, wenn wir jetzt hier lang laufen, dass das Wasser sich dann noch weiter ausbreitet. Nee, das scheint es gewesen zu sein. Gut, das heißt, wir können diesen nervigen Adler vielleicht auch einfach umgehen. Und so ein bisschen weiter in diese Richtung vorstoßen. Dinosaurier. Was? Dinosaurier? Tatsache, da oben scheinen irgendwelche... Ach nee, Krokodile. Ich hab schon gedacht, jetzt kommen irgendwelche Dinosaurier hier an und wollen uns irgendwas. Tja, besteht natürlich die Gefahr, dass wir jetzt auch wieder durch so einen Magnetberg abgelenkt werden. Wahrscheinlich durch diesen hier oder durch einen der anderen Magnetberge, die hier in der Umgebung sind. Da ist ein Vulkan, das ist ja schön. Oh, wir haben noch 31 geistige Gesundheit. Das ist nicht so schön. Das heißt, ich werde mal ein bisschen von der Schokolade konsumieren. Das gibt gleich mal 10% dazu. So, und dann tasten wir uns hier vorsichtig weiter voran. Das Wasser steigt übrigens weiter. Und wir haben eine neue Region entdeckt. Das heißt, eventuell... Ah, unser Koch kann schon mal aufleveln. Wunderbar, befördern. Und da haben wir irgendein Hyänenvieh. Snarfrattel, Mensch. Na, komm doch her. Erstmal stärken wir uns noch mit ein bisschen Schokolade. Und nee, Heilpilz brauchen wir erst nachher, ne? Wenn wir dann halb tot sind. Gut. Das heißt, wir könnten Snarfrattel sozusagen jetzt schon so ein bisschen herausfordern, ne? Dann mache ich mal, gehen wir mal hier lang. Da müssen wir erstmal nicht durch den Sumpf. Und da ist doch was. So, jetzt können wir das hier nämlich erkunden. Snarfrattel, da können wir uns auch später drum kümmern. Eventuell kommt gleich der Adler zu uns geflogen und nervt ein bisschen. Aber hier haben wir noch einen Elefantenfriedhof. Und das ist immer ein sehr, sehr interessanter Ort, denn da gibt es immer viele, viele Stoßzähne, wie ihr seht. Voller Tierspuren, Gebiet versuchen. So, Gebiet erkunden meine ich natürlich. So, und ein Elefantenzahn leider nur. Verlassen. Gefräßige Wildtiere. Nein. Jetzt kommen wir hier richtig in die Bredouille. Noch ein Panther dazu. Jetzt ist guter Rat teuer. Was ist das? Sümpfe? Hier haben wir Berge. Eine erhöhte Position. Vielleicht können wir hier auch einfach... Nee, wir kommen gar nicht über diese Berge anscheinend rüber. Aber wir haben jetzt auch keine Kletterausrüstung mitgenommen, ne? Kann ja keiner wissen, dass das hier alles so unpassierbar und undurchdringlich ist.
So, aber Snarfrattel müssen wir uns später trotzdem klären. Ich brauche jetzt bloß langsam mal irgendeine Möglichkeit zum Übernachten wieder, ne? Sonst wären wir langsam dödelig. So, eine Fackel haben wir noch. Dann erkunden wir das mal mit der Fackel. Und eine kleine Kammer mit den Überresten einer alten Expedition. Dann untersuchen wir die mal. Brauchbare Ausrüstung ohne Signalpistole und natürlich noch ein paar Macheten. Gut, die Signalpistole, die können wir sogar noch 1, 2, 3. Was macht die denn überhaupt? Kann benutzt werden, um nahegelegene Gebiete aufzudecken. Vorsichtig mit brennbaren Materialien. Dann will ich das doch gleich mal machen, ne? Will ich mal ein brennbares Gebiet aufdecken? Nee, Quatsch. Aber hier gibt es auch irgendwo Vulkane, ne? Vielleicht können wir das ja für unsere Zwecke nutzen. Klicke auf einen Ort außer Reichweite, außer Reichweite. Na, so groß ist die Reichweite aber hier nicht, oder? Dann will ich mal schauen, wo es hier lang geht. Ah, ja. Minus ein Leuchtfeuer. Gut, nehmen wir gleich noch ein Leuchtfeuer, ne? Wir sind ja nicht so. Badumts. So, die Frage ist jetzt natürlich, wo ist unsere tolle Pyramide? Weil wenn die jetzt da unten irgendwo ist, dann sind wir vielleicht auch angearscht, ne? Wir haben bisher noch nicht das Dorf gefunden. Ha. Es könnte natürlich wirklich sein, dass das hier auch unsere letzte Expedition wird. Wie das manchmal so ist, ne? Na gut, ich esse mal noch zwei Schokolade. Wenn gar nichts geht, dann essen wir einfach ein bisschen Schokolade und dann funktioniert das schon wieder. Ach, wisst ihr was? Wir machen das mal folgendermaßen. Wir brauchen ja Nahrung und wir wollen mal nicht so rumpussymäßig rumeiern hier. Wir gehen mal direkt zum Löwen oder zum Tiger oder so, keine Ahnung. Essen noch eine Schokolade, damit wir auch da hinkommen. So. Und jetzt könnt ihr alle mal herkommen. Okay. Zwei Pantherviecher. Bam, bam, bam. Gott sei Dank haben wir unseren Koch aufgelevelt. Die anderen, die vertragen so ein, zwei Runden. Meine Herren, die machen aber ganz schön Rabatz, die Herren. Und irgendwas blutet hier. Dann schaue ich mal. Was lässt sich denn hier alles arrangieren und organisieren? Ich könnte erstmal alles hier reinpacken. Weil das sind keine schlechten Würfel, ne? Dann vielleicht hier nochmal rollen. Ja, das könnte eventuell funktionieren. Passt mal auf. Jetzt zittert das alles und dann können wir nämlich hier machen wir kurze Entfernung. Oder gab es da vielleicht noch eine andere Option? Nee, es gibt leider keine andere Option für die Schrotflinte. Dann hauen wir einen von diesen fiesen Viechern schon mal weg. Oh, die haben ja viele Würfel. Das ist ja heftig. Können wir uns eigentlich auch direkt heilen? So ein Heilpilz jetzt essen? Nee. Iss mal. Hier. Heilpilz? Funktioniert leider nicht. Okay. Dann wäre es eventuell noch wichtig, unsere Verteidigung zu erhöhen. Gut. Aber jetzt erstmal ein schneller Schuss und hier ein gezielter Schuss. Das heißt, wir können eventuell schon eins von diesen Viechern hier weghauen. Gezielter Schuss. Bam. Und jetzt hat er nur noch einen. Das ist natürlich schon. Das wäre natürlich ein ideal. Das wäre ja schon ein echter Vorteil. Ausweichen. Nee, ausweichen ist Pussy. Das brauchen wir nicht. Treten. Jetzt trete ich das Vieh und dann ist es einfach tot. Und jetzt haben wir nämlich noch hier starke Verteidigung und sind einigermaßen geschützt. Ah, okay. Hat halt drei Angriffe, der Herr, ne? Gut, aber in der nächsten Runde müssten wir das Vieh dann hoffentlich doch zur Strecke bringen. So. Können wir da irgendwas machen? Ja, dann machen wir da einen schnellen Schuss oder... Nee, da warten wir lieber noch. Warte mal. Dann, das ist eigentlich alles gar nicht so schlecht. So, jetzt gucken wir, dass wir hier nochmal... Eins, zwei... So. Ach, diesmal keine Schrotflinte leider. Gut, okay. Dann versuchen wir es jetzt auf die Art und Weise. Schneller Schuss erstmal. Dann können wir den bestimmt hier im Angriff. Gegenschlag und nochmal ein verteidigender Gegenschlag. Und dann nochmal ein mega harter Übergegenschlag oder sowas. Die Frage ist, ob wir dann mit dem anderen Zeug was anfangen können. Das müsste ich jetzt erstmal kurz ausprobieren. Das wird nämlich schon wieder schwierig. Dann will ich doch eventuell versuchen, ob wir nicht mal unsere Verteidigung noch ein bisschen ausbauen können. Machen wir taktischer Vorteil, weil sonst haben wir gleich ein paar wirklich verletzte Typen, ne? So, jetzt eventuell hier nochmal Verteidigung, noch ein Schild dazu. Oder Gegenschlag. Ja, dann machen wir das. Machen wir doch das mal hier. Da machen wir wirklich mal den verbesserten, nee, den schneidenden Gegenschlag.
mit Schild 2 und Schaden 3. Das heißt, wir haben schon 5 Schilde und haben dem noch ein kleines bisschen Schaden zugefügt. Gut, und wenn wir jetzt Glück haben, dann überleben wir das. Ah, sehr gut. Alle haben es irgendwie überlebt, ne? Sogar der Koch hat noch einen Lebenspunkt. So, und dann haben wir hier... Oh Gott. Ja, jetzt können wir eigentlich... Sowas? Zerreißender Hieb. Oh, das ist toll. Gut, dann zerreißen wir mal diesen Panther. Und dann nochmal ein einfacher Angriff. Ein Schaden und dann haben wir es geschafft. Wir nahmen uns von den Überresten, was wir gebrauchen konnten. Minus 1 Ruf, weil wir wahrscheinlich so eine Art geheiligten Panther oder sowas zerschnapselt haben. So, 6. Aber jetzt können wir vielleicht sowieso erstmal... So, ja, das Fleisch müssen wir auch nehmen. Alles nehmen. Wir sind überladen. So, zum Benutzen links klicken. Das heißt, wir können das Ding jetzt erstmal essen. Ah, das gibt 5 geistige Gesundheit. Vielleicht kann der Koch auch leveln schon. Nee, kann er nicht. Gut, das heißt, wir werden das alles erstmal in Zeug umwandeln, damit wir auch ein bisschen geistige Gesundheit haben. Haps, haps, haps. Tja, und dann überlege ich mir, können wir dann eventuell noch von den Hyänen zusätzlich leben? Jetzt haben wir noch 30. Ach so, wir sind natürlich auch wahrscheinlich relativ langsam, ne? Ah, das heißt, wahrscheinlich Zeit für den Heilpilz. Charles Darwin den Pilz geben. Was hat er denn? Überladen und verletzt. Jean-Michel Perpuchet ist auch verletzt. Und David Zon ist auch verletzt. Verdammt! Infektionsrisiko plus 20%. Wie viel war das bei dem Koch? Auch plus 20%? Hm, plus 20%. Das ist natürlich Mist, ne? Sind alle so ein kleines bisschen angeeiert jetzt. Aber ich glaube, ich werde erstmal Jean-Michel einen von diesen Pilzen geben. So. Die Blutung hat nachgelassen. Er hat einen kleinen Knacks bekommen. Na toll. Angst vor Schmetterlingen und Motten. Na toll. Das ist ja eine richtig schöne Phobie. Wahrscheinlich müssen wir nachher übrigens hier oben lang, ne? Hm. Ja, ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen wollen. Vielleicht flüchte ich jetzt auch erstmal, ne? Ich meine, wir kommen mit unseren... Mit 23 Punkten kommen wir immerhin bis... Na, da kommen wir leider nicht lang. Mit 23... Ah, wir müssen aber eigentlich Snarfrattle besiegen. Aber wir haben 3 Verletzte. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mal einfach den taktischen Rückzug antreten. Und auf eine Gelegenheit hoffen, dass wir hier eventuell noch heil aus der ganzen Geschichte rauskommen. Was ist denn hier los? Nein! Eine entzündete Wunde. Das ist ja eklig. Das heißt, blockiert die Lebensregeneration. Todeschance plus 20%. Ach du Scheiße. Hm. So, dann werde ich jetzt mal wirklich die restlichen Schokoladenrationen aufbrauchen. Das Wasser, das habe ich irgendwie gar nicht benutzt, ne? Kommen wir hier vorbei. 15... Eieiei, das könnte eventuell sehr, sehr, sehr knapp werden. Und ich hoffe mal, dass jetzt nicht die Viecher hier weghauen. Ein Überraschungsangriff. Von einem Panther. Ach. Und wir werden hier zusammengeknüppelt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, diesmal könnte es schon heikel aussehen hier. Mit unserer tollen Expedition. Gezielter Schuss. Gezielter Schuss finde ich sehr gut. So, jetzt... Ach, jetzt habe ich alles gewürfelt. Naja, gut. Stabile Position. Hm. Ausweichen. Schild 4. Defensives Manöver. Machen wir jetzt einfach mal. Dann mal hier noch Schild. Starke Verteidigung. Und leider wird das hier nichts mehr. Gut, und jetzt besteht natürlich auch die Gefahr, dass eventuell... Ah, gut. Ein bisschen haben wir was verloren. Ah, wir haben 2 Leute verloren. Durch die Blutung im Endeffekt. Hm, gut. Kurze Entfernung, Schaden 5. Jetzt gehen wir aufs Ganze. Und Angriff, Schaden 1. Hui, wir nahmen uns von den Toten, was wir gebrauchen konnten. Immerhin 9 von diesen Dingern. Zwei Fleischstücken nur. Und ein Pantherpelz. Warum eigentlich? Ja, ein Pantherpelz. Verlassen.
Nee, die Elefantenherde möchte ich jetzt wirklich nicht angreifen. Ach, und jetzt wird mir auf einmal die Pyramide hier unten in der Ecke angezeigt. Nee, aber da ist auch so ein Magnetberg. Oder ist das hier etwa, ist das etwa die Pyramide, Kinder? Komm, ich gehe da jetzt mal hin. Nein, es ist nicht die Pyramide. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist irgend so ein popliger Altar. Gut, dann werde ich das Fleisch jetzt erstmal verarbeiten. Vielleicht kann ja unser Koch... Nee, unser Koch kann immer noch nicht aufleveln. Ich erkunde mal den Altar. Der Pfad führt uns in der Lichtung im Dschungel, zu der in deren Zentrum sich ein mächtiger Altar befand. Wie ich mit großer Überraschung feststellte, schien der Altar nahezu perfekt erhalten zu sein. Eine aus Stein gemeißelte Mulde war mit unnatürlich klarem Wasser gefüllt. Einige Symbole ließen vermuten, dass Gegenstände geopfert werden konnten, indem man sie ins Wasser legte. Was soll ich denn da reinlegen? Ein Zahn oder sowas? Oder hier so ein Tempelpendel oder sowas? Ach so, da muss jetzt wahrscheinlich eine gewisse Menge an Wert ran, oder was? Ah, okay. Das ist nichts wert. Also da muss man richtig viel güldenes Zeug reinschmeißen. Ah, dann machen wir das einfach so. Dann behalten wir die richtig wertvollen Sachen und kloppen die ganzen Zähne hier rein. Opfern! Ich legte die Opfergabe ins Wasser. Sie versank und wurde nie wieder gesehen. Abbrechen. Dann betrachte ich mal die Spiegelung. Bekannte Gesichter, eine Dinnerparty mit Gästen, die sie nie wieder sehen wollten. Was für ein fantastischer Apparat. Was ist denn da los? Anupam Setna? Wie ungeschickt von mir, meine Taschenuhr plumpste ins Wasser. Ich griff ins Wasser, um sie herauszuholen. Zu meiner großen Überraschung verspürte ich einen vertrauten Händedruck. Entsetzt wich ich zurück. Oh, Anupam Setna entstieg dem Sarkophag. Ich war sprachlos, er war es wirklich. Ach, das ist doch der Typ, den wir gleich in der ersten Session geopfert haben. So, wunderbar, er ist es wirklich. Ich habe zu viele Expeditionsmitglieder. Na toll. Gut, aber immerhin ist er ganz gut drauf. So, McPhee Davidson ist so ein bisschen geheilt sogar, sehe ich gerade. Ne? Blockiert die Lebensgeneration immer noch. Aktiv in Reisen. Gut, wir haben noch 11 Sanity. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich... Einen müssen wir jetzt aus der Gruppe entlassen anscheinend. Den Esel möchte ich jetzt mal nicht wegschmeißen. Den Koch vielleicht? Nee, der Koch ist uns wirklich unentbehrlich geworden. Aber ich würde sagen... was kann sie nochmal? Was war ihre... Wunden werden sich niemals infizieren und heilen viel schneller als üblich. Okay, also... Gut, bei ihr... Wundheilung halt, ne? Und was hatte er Schönes? Er hatte, glaube ich, Kommunikation... Ah ja, Ansehensbonus. Zu Beginn jeder Expedition. Und geistige Gesundheit durch Rasten im Dorf. Ja, na gut, das nützt uns jetzt nichts. Wen werde ich denn jetzt als erstes los? Ich meine, wenn es nur um sie geht, dann werde ich sie los, weil sie ist diejenige, die verletzt ist. Aus der Gruppe entlassen. So, tschüss. Ja, wen soll ich denn sonst entlassen, Kinder? Ich habe meine Meinung geändert. Okay, alle sind dagegen. Soll ich denn... Ich kann doch nicht Mr. Barlow weghauen. Dann haben wir hier, können wir hier gar nichts mehr mitnehmen. Einen muss ich leider entlassen. So, aus der Gruppe entlassen. Aus der Gruppe entlassen. Okay, dann wird er gleich wieder entlassen aus der Gruppe. Haha, das war ja sinnvoll. Gut, und jetzt hoffe ich, dass wir vielleicht doch irgendwo mal diese blöde Pyramide finden langsam. Ich habe ja wirklich den Verdacht, dass die sich da oben irgendwo befindet. So, jetzt wird das letzte Fleisch sozusagen aufgegessen. Ich kann mir jetzt auch nicht einfach so einen Panther schnappen oder so. Gut, dann müssen wir es einfach wagen. Zur Not reißen wir uns einen Elefanten. So, Risiko des Wahnsinns, okay. In der Wildnis war es nahezu unmöglich. Ach, schon wieder. Mist. Noch eine entzündete Wunde. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist da los? Gut, da ist schon 20% Wahnsinnsgefahr. Können wir nicht hier irgendwas noch einsetzen, um wenigstens gute Laune zu bekommen? Nee, sieht nicht so aus. Noch nicht mal Schmetterlinge fliegen hier rum. Wir könnten uns eventuell... Nee, gleich eine ganze Elefantenherde... Gut, wie viele Lebenspunkte haben wir denn? Ja, nicht wirklich viele, ne? Charles Darwin geht's auch nicht so blendend. Wir könnten natürlich den Esel noch einsetzen.
Alle sind so ein kleines bisschen fast schon hin, ne? Also wenn der Elefant jetzt einmal zuschlägt, dann ist Charles Darwin weg und Abida Shadid ist auch weg. Nee, dann will ich lieber versuchen hier mit der letzten Kraft und eventuell mit noch einigen Verlusten die Pyramide zu finden. Denn wir haben ja ordentlich was im Säckel, ne? Guck mal, und jetzt wird uns die Pyramide auch genau nordöstlich angezeigt. Das heißt, wenn wir jetzt forsch vorangehen, könnte es sein, dass wir das eventuell schaffen. Aber mit leider nur 60 Hügel. Es ist alles 60-prozentiger Wahnsinn. 80-prozentiger Wahnsinn. So, dann machen wir das mal. Warum nicht? Dann wären wir halt wahnsinnig. Oh, scheiße. So, McPhy Davidson sah sich seltsame Bissspur. Wunderbar. Das heißt, bald wird McPhy Davidson wahrscheinlich tot sein. Wurde von irgendwas gebissen. Ah, jetzt haben wir. Okay, 0%. Was? Oh, da ist die goldene Pyramide. Los, schnell. Nee, nicht verrückt werden, bitte. Eine tödliche Müdigkeit. Er lag den Verletzungen. Nein, McPhy! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach. Leider haben wir einen verloren. Wir sind überbeladen. Aber, Leute. Endlich, wir haben es geschafft. Das hat ja diesmal richtig lange gedauert. Und es war haarscharf. Mit null Sanity, alle verletzt und ohne McPhy Davidson. Das heißt, wir brauchen unbedingt irgendwas. Irgendeinen Soldaten brauchen wir wieder, ne? Irgendwas, was eine Waffe hat, sonst sind wir richtig aufgeschmissen. Oh mein Gott. So, erkunden, die goldene Pyramide. Allen Hindernissen zum Trotz hatten wir überlebt. Das ist ja toll. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Oh, ich wusste, dass der Name Charles Darwin niemals in Vergessenheit geraten würde. Wir haben Geschichte geschrieben. So, sind wir jetzt Erster geworden eigentlich? Habe ich gar nicht geschaut. So, goldene Pyramide. Bonus für die neue Welt. Geschwindigkeit, wir sind Erster geworden. Unglaublich. Ruhm 1240. Expedition abschließen. Und der arme Esel. Der hat alles überlebt. Ich bin überwältigt. So, erlaubt das Anfertigen von anthropologischen Studien von einheimischen Kulturen für zusätzlichen Ruhm. Erhöht die Genauigkeit des Kompass, das ist auch nicht schlecht. Starker Träger, zwei zusätzliche Inventarplätze. Wisst ihr was? Das ist genau das Richtige für mich. Inventarplätze kann man nie genug haben. So, und Mary Kingsley hat sich Mühe gegeben, genau wie Marie Curie. Ah, Freier. Bisschen aufgeschlossen. Die Frage ist, was macht Lovecraft? Nee. Und Yakinator natürlich an vorderster Front. Und jetzt können wir natürlich hier aus dem Vollen schöpfen. Alles schön verkaufen. Je nachdem, welcher Wert höher ist, dahin vertickern wir das. So, jetzt erstmal der Ruhm. Ruhm 70. Eieiei. Dann das Elefantenzeug hier und die ganzen Pelze dahin. Sehr schön. 141 Geldmittel. Und diverser Ruhm. 1360 insgesamt. So, und das heißt, diese Expedition ist beendet und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Session von Let's Play Curious Expedition oder bei einem anderen Let's Play von mir, ne? Bis dahin, macht euch noch einen schönen Abend und tschüss!